Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sammy wieder auf meinem Kanal. Und zwar Leute, vor kurzem ist ein neuer Stempelkarte-Auftrag gekommen. Und zwar Jumpman Herausforderung. Auf jeden Fall schließe Trickshot Herausforderung in Jumpman Zone. Und das 4, 6, 8, 10 und bei 12 kriegen wir 45.000 XP und auf jeden Fall ein Spray, so ein Basketball-Spray. Und ihr könnt schon ahnen, um was es heute geht. Und zwar, Leute, müsst ihr auf jeden Fall diesen Code hier eintragen: 55193138245. Also, es wird hier gerade eingeblendet. Könnt ihr gerne schreiben, also das ist die Map dafür und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja Leute, hier sind wir schon drin und so sieht das Ganze hier aus. Wintermäßig auf jeden Fall. Wir kommen in der Jumpman Zone, nutze vorne die Portale und auf Sneakerjagd zu gehen, suche und sammle Schuhe auf jeder Karte, um hier die VIP-Räume auf freizuschalten. Also auf jeden Fall Leute, hier sind die Portalenräume. Da brauchen wir einen Schuh. Ich zeige das mal ganz schnell. Müssen dahin. So, das ist auf jeden Fall ein Portal. Oh, 5 Schuhe zum Freischalten benötigt. Ihr seht ja da oben, da ist 12 angezeigt. Auf jeden Fall, da sind 3 und hier 1. Wie ihr Schuhe bekommen könnt, ihr seht ja vorne hier verschiedene Maps. Und die müsst ihr einfach spielen. Also zum Beispiel das hier. Wir müssen zu Rot, Grün, Pink, Lila wechseln. 5 Minuten lang. Dann können wir einen Schuh abholen. Hier einfach mal hingehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja Leute, wir sind hier auf jeden Fall schon drinnen. So sieht es aus. Enter Parcours. Also ja. Also ich gehe mal hier. So. Ihr könnt hier Parcours machen. 5 Minuten lang. Also es wird dann oben auch angezeigt. Oder ihr könnt so Autos spielen. Ich spiele einfach die mit Autos. Das ist, glaube ich. Ja. So, nehmen wir irgendein Auto, Leute. Wir nehmen mal diesen Lambo. So. Den. Damit müssen wir einfach die Farben. Orange. Okay. Okay. Also jetzt wird es grün, grün, grün. Hier ist grün. Knapp noch so. Ich mach mal lieber mit Laufen. Okay. Also, ihr solltet schon eigentlich verstehen, wie das geht. Und also, ihr müsst da einfach 5 Minuten die Farben wechseln. Am besten geht hier bei K spielen. Dann könnt ihr aufsteigen oder wie jetzt. Da steht. Also, da steht Farbe. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr müsst dann zu der Farbe gehen. 5 Minuten. Ich habe hier schon 7, 8 Sekunden, 9. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es Fallfrost ist. So, Leute, ihr seht oben 145. Also, ich bin hier wirklich fast 5 Minuten. Aber es ist jetzt nicht echt 5 Minuten. So, Leute, jetzt bin ich oben und hier sind meine Jordans. Also, die Schuhe. Die muss ich mir abholen. Und wo sind die? Ah, hier. So sehen die aus, Leute. Wenn ihr 5 Minuten überstanden habt, dann sehen die auch so aus. Jetzt müsst ihr zur Lobby und dann wieder rein, dass ihr dann die Portale wieder sehen könnt. So, Leute, hier sind wir und dann müsst ihr einmal hier hin. Es wird auch so angezeigt, also es wird euch hingeführt. So, ihr müsst dann einmal hier rein und also, ihr müsst das Ganze 4-mal machen, dass ihr auch die ersten Herausforderungen abschließt. Erste, so 1, 2, 3, 4. Wir müssen mal irgendwo hier rein. Geht irgendeiner rein. Und jetzt müssen wir Basketball spielen. Es ist schwierig, aber man muss sich dran gewöhnen. So. Wir müssen direkt nach da. Okay. So, Leute, wir haben es jetzt getroffen. Wir müssen auf jeden Fall hier hin. Und dann. Ich glaube, wir müssen wieder hier. So. Patsch. Nehmen einen Ball mit. Auf jeden Fall, hier müsst ihr 2-mal treffen. So, Leute. Jetzt haben wir 2-mal getroffen. Und zack. 1 von 6. 1. 1 von 4. 1 von 6. 1 von 12. Oder 1 von 8 danach. Und dann 1 von. Jetzt müssen wir wieder hier rein. Und dann müssen wir einfach das Gleiche wieder machen. Dann sehen wir uns am Ende.
Das ist die zweite Level, sag's mal. Und ich habe einen Trick gefunden. Also macht mal so und dann da so springen. Aber das weit, dann müssen wir hier so hingehen. Also hier müssen wir jetzt dreimal treffen. So einmal. Oh, jetzt. Also hier ist es irgendwie voll eng, fühle ich. Ihr müsst dreimal hintereinander treffen. Also ihr dürft nicht mehr verfehlen oder so. Dann sehen wir uns, wenn wir es abgeschlossen haben. So Leute, ich habe doch tatsächlich einen Trick gefunden, wie ihr am Schluss immer treffen könnt. So, ich habe 2 von 4, 2 von 6, 2 von 8 und 2 von 12. Ihr seht oben, wir haben da oben 2 von 12 auf jeden Fall. Okay, was ist das jetzt? Wir müssen einfach... Ja. Also wie gesagt, ich habe einen Trick. Einmal klicken und dann hüpfen. Zeig. Ah, guck mal, okay. Es geht hier schwer. Nein, ist nicht. So, ich habe das auch abgeschlossen. So. Ich war zu nah. Eindeutig. Oh, das ist auch anstrengend, Leute. Also, es sieht leicht aus, aber es ist schwer. So, gehen wir hier weiter. Jetzt müssen wir von da. Jetzt ist es irgendwie ein bisschen weiter. Das ist schwer, Leute. Das ist wirklich schwierig. Ach. Komm. Ein letzter Versuch, dann sehen wir uns. Okay, dann sehen wir uns, wenn wir es abgeschlossen haben. So, Leute, abgeschlossen. So, 3 von 4, 3 von 6, 3 von 8 und 3 von 12. Also ihr seht hier, abgeschlossen, abgeschlossen. Wir das auch abgeschlossen. Also brauchen wir nur noch das hier. Und das machen wir mal gemeinsam. So, eins. Nehmen wir mal eine. Das müssen wir. So, noch eine nehmen. Ein bisschen anschwimmen auf jeden Fall. Das müssen wir jetzt hier treffen. Ich hab. Okay. Einfach so einen Klick, dann weiter. Ja, so. Weiter, Leute. Let's go. So. Funktioniert noch mein Trick. Und jetzt müssen wir dreimal treffen. Das könnte schon schwierig werden. Hier am besten nicht hüpfen. Hier am besten nicht hüpfen. Weil. Oder hier so? Ja, okay. So. 2 von 3. Na. Oh, okay, das bleibt hier. Ich werfe immer so unter den Korb. Den Korb auf jeden Fall. Komm schon. Bitte. Ja, 4 von 4, 4 von 6, 4 von 8, 4 von 12. So, das haben wir abgeschlossen, Leute. Ich glaube, hier geht's raus, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir brauchen wir auf jeden Fall Jumpman Zone, die Map. Mapcode ist auf jeden Fall hier eingeblendet. Auf jeden Fall 551931382454. So, spielen. Leute, mir ist gerade aufgefallen, es gibt hier ein Video. Gucken wir mal. Okay, das ist auf jeden Fall ganz nice. Jordan, Basketball zeichnen. Das ist der neue Skin. Oh, das ist der Basketball. Oh, anscheinend gibt es neue Skin. Für diesen Skin? Für den? Oha. Sie hat einfach einen Dank gemacht. Ja, hier sind wir schon im Kreativzentrum und ihr solltet das schon kennen, Leute. Ihr seht ja, im ersten Teil, ich nenne es mal Teil, haben wir das erste abgeschlossen. Wir haben kurz die Map gewechselt. Wir gehen auf jeden Fall zu dem Parcours. 200 Level, da steht ganz einfach, die werde ich machen. Also bei 199, also hier sind auf jeden Fall die Jordan, Leute. Ja. Aha, wenn ich das mache, was passiert? Okay. So. Ich muss einfach Parcours machen hier.
Und dann sehen wir uns bei Level 100. Level 25. Okay. Next XP Bonus. Bleibt mal dran, Leute. Level 25. Da steht Next XP. Also. Okay, das ist 24 Level. Und das ist 25. So, die Gruppe spielen. Schuhe erhalten. So, zack. Sammle die Schuhe ein. Schuhe erhalten. Hab ich hier. Es ist jetzt grün. Und also ihr müsst nur bis Stufe 25, also Parkour Level 25, müsst nicht zu 200. Damit geht ihr einfach hier, direkt an der Seite, sind hier die Jordans. Und dafür müssen wir noch eine Map spielen. So Leute, wir spielen mal diese Map hier, Color Dash X Jordan. Also wir müssen auf ein Pad gehen. Okay. Ja, Leute, Red müssen wir jetzt hingehen. Wir haben schon 19 von 20, so vielleicht. Und gleich sollte 20 stehen, wenn alles wieder aufgebaut ist. So, zack, Leute, 20, wir haben den Auftrag abgeschlossen. Wir müssen warten, bis die Runde vorbei ist. So Leute, jetzt sind wir hier auf jeden Fall und wir müssen unsere Schuhe abholen. So, sammle die Schuhe ein, Schuhe erhalten. Wir gehen mal zum Zentrum. So Leute, hier sind wir im Kreativzentrum und wir haben 3 Schuhe. Deswegen müssen wir jetzt zu diesem Portal hier, also auf der rechten Seite. So, MVP-Raum 2 betreten. Okay. Okay, gehen wir hier rein. So, es geht wieder Basketball. So, ihr müsst werfen und dann schnell rüber gehen. So, ein Klick. Zack, hat funktioniert. So, hat auch funktioniert. Hier zählt die Zeit ab. So Leute, wir haben es geschafft, 5 von 6, 5 von 8 und 5 von 12. So, das abgeschlossen, kommen wir zu das. Dann sehen wir uns, wenn wir ganz hinten sind. Leute, ich erkläre euch, was ihr hier machen müsst. Ups. Wir müssen einmal zu diesem Korb hier treffen. Dann während der Luft loslassen. So, wir haben getroffen. Wir sind hierher teleportiert. So, weiter. Wir müssen von hier treffen. Das schaffe ich mit links. 5 von 6 von 6, 6 von 8 und 6 von 12. Ja Leute, wir gehen mal hier rein. So, zack. Und dann sehen wir uns gleich. Ja Leute, wir sind jetzt drinnen und so sieht es hier aus. Hier sind die Jordan. Ihr geht hier. So. Begibt dich zum Jordan. Gipfel meinte ich. Tut mir leid. Also wir müssen nach da ganz oben, dass wir auf jeden Fall die Jordan bekommen. So. So. Ein Korb. Okay. Müssen wir machen, aber wir müssen da rein. Ja. Ich habe getroffen. Also ihr müsst da rein treffen, Leute. Checkpoint. So. Das ist eigentlich... Macht Spaß. Auf jeden Fall. So. Aus dem Weg. Oh nein. Wir müssen da auf jeden Fall aufpassen, wo es... Wo lang es hingeht. Hä? Was macht der? So,
Ihr müsst auf jeden Fall hier hingucken und dann hier geht's weiter. So, hier ist noch ein Basketball. Checkpoint. Oh Gott, das ist hier hoch. Guck mal. Schöne Aussicht. Das ist ganz schön hoch. Man kann leicht runterfallen, Leute. Also aufpassen. Aufpassen. Wir machen jetzt schlau. So. Wir stoppen. Hier weiter. Wir müssen wir so. Jetzt langsam ducken. Hier auf den Ducken. Dann müssen wir hier rauf, damit. Wir sind da. Wir sind da. Zack. Wir haben auf jeden Fall jetzt den Stern bekommen, also die Münze. Jetzt müssen wir complete. So, jetzt haben sie uns zurückgesetzt. Gleich muss ich die Schuhe einsammeln. So, hier sind die wunderbaren Schuhe. Collect Shoes. So, zack, Schuhe erhalten. Und jetzt haben wir 4 von 5. Ihr müsst 5 Schuhe haben, um in den dritten Portal reinzugehen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Ja, Leute, hier sind wir schon in Tiny Town und am besten geht einfach hier geradeaus. So, zu dem Laden hier, Taste hier reingehen. Also, wie gesagt, ihr müsst 200 Gold sammeln. Da steht's um. So, am besten hier sehr viele Sachen schnappen. Denn ihr benötigt sie auf jeden Fall. Nimm ganz, ganz viele Leute mitnehmen. Ihr benötigt sie auch. Dann einfach hier komplett reinmachen, einfach eure Sachen reinfüllen. Okay. Ja, auch rein. Brauchen wir am besten mehr von Slurp. Das ist meine Chance jetzt hier. Okay. So, jetzt haben wir alles. Brauchen wir einen hier. So, einen Mini hier. Ein Slurp hier. Slurp hier rein. So, rein damit. So, und hier noch rein. Und hier noch rein. Und hier noch rein. Ja, Leute, wir haben 189 Münzen. 98 Münzen. Like. Und so, zack, abgeschlossen. Wir haben 200 Münzen. Wir sind auch endlich fertig, Leute. So, ich kündige. Tschüss. Auf jeden Fall, ihr müsst dann hier nach vorne laufen. Dann sind hier auf jeden Fall die schönen Schuhe. So, zack. Schuhe erhalten, gehen wir hier und dann sehen wir uns gleich bei dem dritten Portal. Ja, Leute, wir haben auf jeden Fall 5 Schuhe gesammelt. Wir haben hier alles abgeschlossen, außer diese Map hier. Auf jeden Fall, wir haben 5 Schuhe und wir müssen zu dem linken Portal. So. MVP Raum 3. Das ist ein Portal, aber hier ist ein Raum. Wir beginnen direkt damit. Das ist Level 10. Es gibt verschiedene Level. So, ich habe es getroffen. Level abgeschlossen, Leute. 9 von 10 und 9 von 12. Wir machen mal das. So, zack. Das ist, weiß nicht. Das Timing, genau so. Schwerkraft. Nicht durch. So. Wirf durch, abprallen in den nächsten Korb, laufe beim Werfen vorwärts. Leute, let's go. Muss ich jetzt treffen? Turbo aktiviert. So, springen. Muss ich. So. Patsch. Muss ich noch ein? Okay, dann mache ich. So, Leute, wir haben es abgeschlossen. 10 von 10 und 12 von 10 von 12. Und ja, wir haben das Level abgeschlossen. Wir gehen mal zurück. 12 von 12. Also wir haben dann alle Aufgaben, Herausforderungen von Jumpman abgeschlossen. Wie ihr hier sehen könnt,
grün, also abgeschlossen, 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 abgeschlossen und abgeschlossen. Insgesamt habt ihr dann 6 Schuhe. Ihr müsstet dann, wie gesagt, diesen Portal schon haben, den auch. Und jetzt beenden wir das. Wir gehen jetzt in den Portal rein und dann sehen wir uns wieder. Ja, Leute. Also ich bin hier in Fishtopia und ich bin ganz, ganz rechts. Also hier sind alle Portale. Also ich bin ganz, ganz rechts bei Fishtopia, wo so ein Fische angelt. Und ja, da müsst ihr einfach hin. Dann sieht es so aus. Dann müsst ihr einmal hier hin. So, das hier. Eine Angel craften und dann einfach hier angeln. Und ihr braucht, glaube ich, 10 Rissfische, weil ich hatte weniger, also kann ich euch nicht sagen, wie viel, aber ihr müsst auf jeden Fall Riss, so, wartet ganz kurz, so, ihr seht, ich habe hier einen Rissfisch, so sieht er auf jeden Fall aus, er hat so Schnurrbart, dann müsst ihr einfach hier hingehen, ganz genau hier ist auch so ein Banner, müsst ihr einfach hingehen und dann verkaufen. Ich sammle mal noch einen, denn ich habe dann Auftrag fertig, dann kriege ich so ein Banner vom Basketball, wie es aussieht. So, jetzt habe ich hier einen. So. Zack. Batsch. Ah, dann kriege ich Riesenfische. Okay. Ich glaube jetzt. Ah, dann spawnen die ganze Zeit diese Fische. Okay. Und jetzt, Leute, wenn ihr das fertig habt, könnt ihr zu euer Schuh hingehen und den dann einsammeln. So. Hinschwimmen. Hallo, lieber Schuh. So. Einsammeln. Und zack, haben wir ihn eingesammelt. Collected Shoes. Und ja, gehen wir mal zum Kreativzentrum und dann sehen wir uns wieder. Also Leute, ihr seht, ich habe hier 2 gemacht, aber ich habe hier 2 vergessen. So, wir machen die mal ganz schnell. Haben wir 12 von 12? Ich war ja hier. Okay. Getroffen. Ich führe den Wurf. Ich muss 5-mal treffen. Ich habe mal versucht, ohne zu springen. Es klappt, wie es aussieht. Und drinnen. Zack. 3 von 5. 4 von 5. Und 5 von 5. 11 von 12, Leute. So, wir haben... Also, wie gesagt, wir haben die beiden gemacht, aber wir haben die beiden vergessen. So, zack. Ja, Leute, wir sind jetzt bei dem letzten und wir müssen hier Parkour machen. Der ist voll schwierig, weil Schwerkraft, wie gesagt. So. 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 Aufheben und wir müssen hier reintreffen. Und. Zack! 12 von 12, Leute. Alles abgeschlossen. Raum 1, Raum 2, Raum 3. Also. Das haben wir alles abgeschlossen. Und jetzt gehen wir mal, Leute, zurück zur Lobby. Denn wir haben was bekommen, was ich schon gesagt habe. Und zwar ein Spray. Oh, 45.000 XP und auf jeden Fall ein sehr schönen Spray. Basketball-Spray. Deep into Paint. Ganz nice. Sieht auf jeden Fall ganz schön aus mit dem Spray. Wir haben auf jeden Fall alle Aufträge, wie ihr hier sehen könnt, abgeschlossen. Also wirklich alle. 4 von 4, 6 von 6, 8 von 8, 10 von 10 und 12 von 12. Somit haben wir alle Jumpman-Haus noch abgeschlossen, wie gesagt. Und machen wir mal hier so. Und ja, wir haben alles abgeschlossen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal, das ist kollektiv, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und geht bitte in den Item Shop. Und treibt super gerne meinen Creator Code time_pc_gamer. Würde ich auf jeden Fall super, super freuen. Und ciao, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss.